So, es geht weiter nach einem kleinen Schnitt mit Amnesia. Ja, ich habe nicht bemerkt, meine Festplatte war auf einmal voll und dann hat er einfach nicht weiter aufgenommen und ich habe ein paar Minuten weitergezockt, ohne es zu bemerken. Und zwar bin ich hier nach hier gegangen, habe dieses Rohr entdeckt, in dem ein Schlüssel liegt. Ich kann ihn aber nicht erreichen, so jetzt habe ich mir überlegt, ich hatte so einen Eimer, den glaube ich habe ich schon mitgenommen vorher, irgendwann. Überlegt, fülle ich den mit Wasser den Eimer, schütte was hier rein, das hier unten rausfällt. Und jetzt war ich gerade dabei, habe den Eimer hier runtergelassen. Okay, Öl ist alle. Und dann habe ich gemerkt, dass die Aufnahme nicht mehr läuft und dann habe ich schnell neu geladen und habe hier weitergespielt. So. Ab hier weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie es weitergeht. So, ich hole jetzt mal den Eimer wieder hoch. Ich hoffe, der ist jetzt gefüllt mit Wasser. Bingo. Und jetzt hoffe ich mal, dass meine Theorie stimmt, die ich mir hier zurechtgelegt habe. Okay, war nur eine Kakerlake. Wasserheimer. Bingo. So. Ich werde jetzt darauf achten, dass mir das nicht nochmal passiert mit der Aufnahme. Der Schlüssel ist wahrscheinlich für diese Tür, gehe ich mal von aus. Bingo. Oh Gott. Schon wieder so dunkel. Boah! Was ist das? Wow! Shit! Oh! Nein! 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 Geh auf! Boah! Ich kann nicht mehr rennen. Oh, wo lang? Scheiße, ist das intensiv. Nein! Verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Oh shit. Ich sehe nichts. Wasser, sehr geil. Verdammt, ey. Ich sehe mal erst im letzten Augenblick, wo ich hinrennen muss. Ich glaube, wir haben einiges an Vorsprung gewonnen jetzt, hoffe ich. Da ist doch der Ausgang. Boah. Ein kurzer Blick nach hinten. Ja. Ich war schnell genug. Boah, Leute. Kurz beruhigen. So, jetzt kann ich vorlesen. Als Hazel 15 wurde, hatte er 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Tate. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung ins Hospiz in... Ja, brech einfach ab. Danke. Boah, war das schlimm schon wieder. So wieder ein Zell. Oh. Das wird doch wieder eine Vision. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt, there's a small settlement where Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and 3 children. Okay, ich kann mich bewegen. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the company. As he went to take care of the farmhands, began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Okay. Das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen.
So. Da noch irgendwas dranhängt. Lassen wir den gerade runter oder ziehen wir den hoch? Moment. Sehe ich gerade nicht. Nichts. Irgendwas dranhängen macht auch keinen Sinn, oder? Gar nicht wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier wieder... Warte mal, gucken, ob meine Theorie richtig ist. Nein, doch nicht. Oh. Ist nur dieses schleimige Zeugs, oder? Mal gucken, ob... Ja, meine Theorie ist richtig. Wir sind in diesem, wo wir rausgekommen sind. Hier war der Kanal, der jetzt zu ist. Und hier unten müssten wir doch wieder nach Agrippa kommen. War das hier? Ja, ich glaube wohl. Oh. Hier hat sich einiges verändert. Verdammt, unser Öl ist schon wieder fast alle. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Haben wir Zunderbüchsen? 13 Zunderbüchsen. Okay, ich spare Öl. Hallo? Verdammt, da ist keine Fackel drin. Warum sind hier keine Fackeln drin, wenn... Verdammt. Ist das dunkel? Ist dunkler als vorher, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ob sich unser Versteck da jetzt mal bezahlt macht, was wir vor ein paar Folgen gebaut haben? Oh! Hab ich mich erschreckt. Das Labor ist offen. Ah, ich glaube, hier können wir... Können wir die Tür zumachen? Nein. Ich glaube, hier können wir diesen Trank brauen für Agrippa. Mal gucken. Kann man da irgendwas... Kann man hier irgendwie noch eine Lampe anmachen? Das ist immer noch so dunkel. Okay, komm, egal, reicht. Da kann man irgendwas reinlegen. Was macht der Hebel? Ja, ich kann einfach mal versuchen, irgendwas von den Zutaten da reinzulegen. Knochen. Der passt so. Da kann man bestimmt... Wahrscheinlich muss dann Blut hier drunter, tippe ich mal. Okay, erstmal müssen wir Blut reinigen. Hier? Erhitzen oder wie? Okay. Tunikum noch nicht vollständig, ja. So, jetzt extrahieren wir diesen Schleim hier vom Knochen, denke ich mal. Sieht gut aus. Genau, und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich dieses komische Zeug auspressen. Dieses... Jawohl, ja. Muss ich erst pressen? Mal gucken. Da unten, oder? Huch. Wo kommt denn der Saft raus? Da unten oder nicht? Müsste eigentlich klappen. Ja, geht doch. So, jetzt pressen wir den Saft von der Wurzel da rein. Tonikum. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt auch wirklich aus hätte lassen können. Also, wenn wir jetzt die Sachen nicht eingesammelt hätten, hätten wir dann Agrippa auch nicht helfen können? Huch, ich sehe nichts. Mach hier mal schnell die Tür zu. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt auf die Story auswirkt, dass wir Agrippa helfen. Gucken, ob der alte Drecksack überhaupt noch lebt. Ja, der ist noch da. Ja, ja, ich war schon im Labor, Agrippa. Ich habe hier deinen scheiß Trank. Schlürf. Was? Hat er gesagt, Kopf absägen? Habe ich mich verlesen oder so? Jetzt irgendwie...
Spinne ich jetzt? Hat er nicht gerade gesagt, Kopf absägen oder so? Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich versteh's gerade nicht. Kurz mal im Journal oder Memento reingucken. Dass sein Kopf abgesägt wird, warum? Kann er jetzt ohne seinen Körper überleben oder was? Also wir müssen eine Säge finden, ganz klar. So, hier kommen wir nicht mal rein. Kommen wir da noch rein? Nee. Ah, verdammt. Hier ist so dunkel. Ja, hier hat sich auch eine... Hier hat sich auch eine Luke aufgetan. Mal gucken, wo wir denn da hinkommen. Es ist so verdammt dunkel. Ich sehe nichts. Und wir haben kein Öl mehr. Wie schön. Ich würde sagen, Agrippa, wir köpfen dich jetzt. So, Agrippa, mach dich bereit. Ist das geil, ey. Hallo, Agrippa. Ey, ist der Hammer. So, da kommen wir auch noch hin? Ja, keine Ahnung. Ich gehe erstmal da weiter. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ist hier noch sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ach, der Raum war anscheinend nur wirklich nur für die Säge. Und um mich zu ärgern. Ich sehe nichts. Oh oh. Die hatte ich doch schon mal angezündet, oder? Egal, ich gehe jetzt einfach nach da hinten. Oh, schnell durchrennen. Oh Gott. Die Ansicht ihres leblosen Körpers lähmte seine Psyche. Er versuchte, sich abzuwenden und zu gehen, doch er konnte es nicht. Stattdessen fiel er auf seine Knie und bat sie um Vergebung. So, hier kommt eine unschöne Erinnerung, wo zwei Monster kamen und uns niedergeschlagen haben und in eine Zelle gesteckt haben. Haben. Und das Monster... ganz deine Meinung. Was auch immer. Ich was gehört? Oh shit. Sag mal, spinne ich oder ist es hier dunkler geworden? Die Brücke da ist zerstört. Okay.